willkommen hier heute Nachmittag. Die Paradiddle Olympics 2011 im Schweizer Harz-Eifel-Gebirge. Wir freuen uns auch dieses Mal wieder die Disziplin Speerwerfen beobachten zu dürfen. Wir sehen hier, der Meister testet schon den ersten Stock. Wird das was? Nein, das wird nichts. Ah, jetzt scheint er sein, oder? Ja, er scheint sein Instrument gefunden zu haben. Nun gut, okay. Ja, hier geht es los zum ersten Wurf. Ich bin gespannt. Das ist eine Vollkonzentration. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was Chris Heini dazu zu sagen hat, zu seinem großartigen Wurf. Chris Heini, das war ja die erste Runde, muss man sagen, war jetzt nicht unbedingt die Top-Leistung, die wir von Ihnen erwartet haben. Wie sehen Sie das? Ich weiß es auch nicht. Der zweite Versuch. Chris Heini voll motiviert und sieht schon sein typisches Kniegeschlecker. Und das ist es doch gewesen. Da freut er sich. Und da kommt er, unser Star, Chris Heini, genau so wollen wir das sehen. Hey. Genau, die Fans sind von allen Seiten hier zu sehen. So, was war denn jetzt nun anders als beim ersten Wurf? Vom Gefühl her war es eigentlich ein ganz geiles Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und ey, die Leute, dank eurer Unterstützung ist der Wurf so geil geworden. So haben wir ihn gerne, unseren Chris.